Direkt am Ruhrufer, 18 Kilometer nordwestlich von Jülich, liegt das alte Korbflechterdorf Hillfahrt. Ein verblichenes Firmenschild am Ortseingang ist einer der letzten Hinweise auf das einst ortstypische Handwerk. Geflochtene Wannen zur Getreidereinigung waren bis ins 18. Jahrhundert der Produktionsschwerpunkt. Ein Wannenmacherdorf. Im 19. Jahrhundert entwickelte sich Hillfahrt innerhalb der Ruhrniederung zu einem Zentrum der verwandten Weißkorbflechterei. Von einst rund 200 Korbflechtern führt die Familie Dick heute einen der letzten traditionellen Betriebe. In dem kleinen zurückliegenden Werkstattgebäude können wir das Entstehen einiger herkömmlicher Weißkorbwaren verfolgen. Seit 4 Generationen betreibt die Familie Dick dieses Gewerbe. Wilhelm Dick, Jahrgang 1899, und sein Sohn Gustav sind Korbflechtermeister. Direkt am Fenster steht die niedrige Plank, der Arbeitsplatz des Korbflechters. In der hellen, 9x5 Meter großen Werkstatt arbeiten meist 3 bis 4 Personen. Neben Familienmitgliedern auch Lehrlinge und Gesellen. Mit den geschälten, den weißen Weiden, werden sogenannte Weißkorbwaren in einer Vielzahl von Formen geflochten. Hier entsteht ein Reisekorb. Zwischen den senkrecht hochstehenden Staken werden die Einschlagweiden hochgeflochten und mit dem Schlageisen, dem Kloppiser, festgeklopft. Der Tisch ermöglicht bei großen Korbtypen das Arbeiten zu zweit. Ein Hufeisen dient anfangs zur Beschwerung des Werkstückes. Die Flechter verwenden nur astfreie, einjährige Weiden. Diese sind jedoch unterschiedlich lang und dick gewachsen. Vor der Verarbeitung muss der Korbflechter die Bunde erst nach Länge und Dicke sortieren. Das Abziehen der Weiden. Bis zu 8 Züge, das heißt handbreite Längenunterschiede, sortiert er aus einem Bund. Sorgfältiges Abziehen ist die Voraussetzung für ein gleichmäßiges Geflecht und schnelles Arbeiten bei geringem Materialverlust. Gustav Dieck verarbeitet pro Jahr ca. 100 Zentner Weiden. Das sind rund 800 Bund. Er bevorzugt die Amerikanerweide. Sie lässt sich besonders leicht schälen. Jede Einschlagweide setzt man links der vorausgehenden an und arbeitet sie nach rechts, jeweils vor und hinter einer senkrechten Stake ein. Diese Ausflechtart nennt man Schichten. Pro Schicht ist jeder Stake eine Einschlagweide zugeordnet. Jeweils gleich lange Weiden ergeben eine gleichmäßige Schicht. Bei den oberen Schichten verwendet der Korbflechter jeweils dickere Weiden. Gustav Dieck entfernt jetzt die eiserne Schere. Das Geflecht hat genug Festigkeit und hält selbst die Form. Um die genormte Korbgröße zu erreichen, benutzt der Flechter eine eigens angefertigte Schere als Hilfsgestell. Der Geselle soll einen ovalen Elberfelder Fleischkorb fertigen. Eine alte, heute nicht mehr gebräuchliche Form. Beim Flechten beginnt man immer mit dem Korbboden. Die Bodenstöcke bestehen aus dicken, zweijährigen Ruten. Ständiges Einweichen hält die Weiden elastisch und biegsam. Die Korbflechter arbeiten mit wenigen Werkzeugen. Bei ihnen kommt es nach wie vor hauptsächlich auf Fingerfertigkeit und Formgefühl an. Vier Längs- und 10 Querstöcke bilden das Bodengerüst. Die Abmessungen und Abstände der Hölzer entsprechen der Bodengröße und Korbform.
Mit einer dünnen gespaltenen Weide werden die Bodenstöcke zunächst dicht, Schlag an Schlag umwickelt. Eine zweite Weidenrute folgt. Alle Quer- und Längsstöcke haben schließlich festen Halt. Zum Ausflechten des Bodens dienen besonders dünne Weiden, oft Abfallspitzen. Zunächst schiebt der Korbflechter 6 Weiden in festgelegter Anordnung zwischen den Bodenstöcken ein. Erst auf der einen, dann auf der anderen Seite. Mit den roten Spitzen wird der Boden nun ausgeflochten. Die Stöcke der Bodenenden bricht man beim Zuflechten auf. Die Enden erhalten dadurch eine runde Form. Die Flechter haben ein Vielzweckgerät für die unterschiedlichen Arbeiten. Damit können sie die Bodenstöcke zurechtbiegen, aber auch das Geflecht festschlagen. Je nach Funktion nennen sie es Bögeiser oder Kloppeiser. Jetzt folgen die Kimmweiden. 3 dünne Weiden, gleichzeitig im Kimmschlag, wechselweise vor und hinter einen Bodenstock verflochten, bilden die Bodenkimme. Diese verhindert eine Lockerung des Bodengeflechtes. Es ist immer wieder notwendig, die Weiden anzufeuchten, sonst brechen sie beim Flechten. Mit Hilfe des Dornes, des Prels, lassen sich die letzten Kimmweiden verziehen. Das Geflecht ist damit geschlossen. Auffällig ist die leichte Wölbung des Bodens, die später einen sicheren Stand des Korbes ermöglicht. Nach dem Säubern, dem Abfegen mit Messer und Schere, dem Plankmetz und der Plankschier ist der Korbboden fertiggestellt. Gustav Dieck hat den Reisekorb auf der Plank ganz hoch geflochten. Nur der zweite Griff fehlt noch. Er steckt 2 Griffweiden an entsprechender Stelle neben die Staken. Die rechte Weide zieht er nun durch ein vom Prel geweitetes Loch nach links, bis die Form des Griffes erreicht ist. Die linke Weide muss nun in sich gedreht, gebührt werden, wie es heißt. Sie verliert dadurch an Widerstand und lässt sich so um die erste Weide wickeln. Ein Querholz verhindert, dass der Griff ausreißt.
Gustav Diek wickelt die Griffweide zurück und zieht sie fest. Bei den ovalen Böden beginnt gerade das Aufstaken mit dem jeweils längsten und dicksten Flechtweiden. Zuvor angeschalmt, das heißt angespitzt, kann der Geselle die Starken nun problemlos zustecken. Bevor er die Ruten hochbiegt, ist es besonders wichtig, diese zunächst mit einem Messer anzuknicken. Nur so lassen sich beim Aufrichten unerwünschte Spannungen im Korbboden vermeiden. Der passende Maßring, der Rev, ist ausgewählt. Er besteht aus einer zusammengebundenen Weidenrute. Über die Starken gestülpt, gibt er entsprechend dem Boden die ovale Korbform vor. Das Oberteil der Plank lässt sich auf eine bequeme Arbeitshöhe einstellen. Drei dünne Weiden, gleichzeitig im Wechsel verflochten, bilden die Bodenkimme. Diese stabilisiert die unteren starken Ecken, fixiert deren Abstand zueinander und bildet einen Übergang zu den folgenden Einschlagweiden. Drei neue Kimmweiden werden zugesteckt. Mit 12 Kimmweiden hat der Korbflechter 2 Kimmschläge um den Boden gelegt, die er abschließend versäubert und festschlägt. Das feine Geflecht dieses Korbes erfordert besonders dünne Einschlagweiden. Nochmaliges Abziehen ist notwendig, um mit den feinsten Ruten beginnen zu können. Jeweils 5 Weiden gleicher Länge liegen parallel aufeinander. Das Geflecht des Reisekorbes ist fast fertig. Es fehlt nur noch ein abschließender Rand. Es soll ein breiter Rand entstehen, auf dem später der Korbdeckel aufliegen kann. Deshalb arbeitet der Korbflechter jetzt mit relativ dicken, langen Weiden. Er steckt 6 neue Weiden zu, die er zunächst jeweils vor 4 Starken und hinter der 5. Starke einflicht. Von links beginnend werden die Ruten paarweise, innen und außen, sich gegenseitig überlagernd um den Eckstock gelegt und dann wieder einzeln zwischen den folgenden Starken verflochten. Nach den ersten 4 Weiden beginnt Gustav Diek ständig neue zuzustecken, die er im Wechsel mit den alten in festgelegter Reihenfolge verarbeitet. Thank you.
Als Auflage für den Korbdeckel muss der Rand völlig plan sein. Dem Korb fehlt noch ein Innenrand. Nochmals angefeuchtet, können die Staken beim Biegen nicht brechen. Damit der Korbdeckel übergreifen kann, soll der Rand schräg nach innen zeigen. Die zusammengebundenen Staken geben die entsprechende Schrägstellung vor. Die Schablone des Elberfelder Fleischkorbes ist bereits entfernt, das Geflecht hat nun eigenen Halt. Jeweils 9 gleich lange Weiden aufeinander arbeitet der Korbflechter pro Runde ein, immer parallel über je 2 Staken verflochten. Zwischendurch schlägt er das Geflecht mit dem Kloppeser fest und dicht. Die jeweils nächste Runde arbeitet man um eine Stake versetzt ein. Bei diesem Flechtbild handelt es sich hier um ein gewürfeltes Geflecht, das besonders dicht ist. Durch die extrem dünnen Weiden wird der Korb sehr leicht. Ab und zu kontrolliert der Korbflechter mit dem Zollstock, ob die gewünschte Korbhöhe schon erreicht ist. Der Innenrand des Reisekorbes ist im einfachen Vorwärtsgang einige Zentimeter hochgeflochten worden. Gustav Dieck löst die Staken und bildet mit ihnen jetzt den oberen Rand des Korbes, den Zuschlag. Er beginnt an beliebiger Stelle. Erste Weide hinter 2, zweite Weide hinter 2. Jetzt wechselweises Verflechten liegender mit stehenden Staken. Von vorn vor 2, von hinten hinter 2, von vorn vor 2, von hinten hinter 2. Immer zum Paar, bis der gesamte Innenrand oben abgeschlossen ist. Wo zu Beginn des Zuschlags der Dorn im Geflecht steckt, soll der Rand gleich geschlossen, also verzogen werden. Der Zuschlag ist durch die sogenannte zweipaarige Flechtart besonders schmal geworden. Wenn das erste Paar verzogen ist, kann man das zweite Paar kürzen und ins Geflecht schlagen. Die überstehenden Weidenreste werden abschließend verputzt, zunächst an der Außenseite, dann mit dem Ausstechmesser, dem Ausstechmetz, in der Innenseite des Korbes. Der abgewinkelte Griff macht auch versteckte Stellen zugänglich. An den kurzen Weidenenden kann sich nun nichts mehr verhaken. Das Geflecht ist innen und außen glatt. Jetzt fehlt noch der passende Deckel. Vorbereitete Deckelstöcke liegen bereit. Sie lassen sich mit dem Biegeeisen, dem Bögeiser, gerade biegen. Thank you.
In einem breiten hölzernen Schraubstock spannt der Korbflechter die Deckelstöcke in einem genau festgelegten Abstand ein. Insgesamt 3 auf jeder Seite. Dazwischen platziert er 5 Weichholzleisten. Das Deckelgestell kann nun mit einem einfachen Einschlag unter ständigem Festklopfen zugeflochten werden. Umwickelt man die Deckelstöcke am Ende eines Ganges 2-mal, lässt sich das Geflecht gerade und waagerecht halten. Der Elberfelder Fleischkorb hat einen schmuckvollen, breiten Rand erhalten. Er ist ähnlich gearbeitet wie der Rand des Waschkorbes, jedoch mit 5 Weiden. So entsteht die auffällige Breite. Die mit dem Prehl vorgeweiteten Löcher dienen zur Aufnahme der letzten Weiden, nachdem diese abgepinnt, also abgeschnitten sind. Der Rand ist dann geschlossen. Diese Hölzer sind Platzhalter für die späteren Griffe. Mit den eben abgeschnittenen starken Weiden arbeitet der Korbflechter nun einen Bodenfußrand unter den Korb. Er schiebt die Weiden jeweils zu einer Stake in die Bodenkimme. Zurück zum Reisekorbdeckel. Er ist hochgeflochten und hat sein vorgesehenes Maß erreicht. Nach dem Geradeklopfen bildet eine doppelt genommene und im Kimmschlag verflochtene Weide den Abschluss des Geflechts. Der Fußrand ist fast vollendet. Wie ein Zuschlag ist er mit 3 Weiden, 3 Paaren, geflochten. Schließlich verzieht der Korbflechter den Rand wie üblich mit Hilfe eines Dornes.
Mit der flachen Seite des Kloppisers kann er den Fußrand fest und gerade schlagen. Nach dem Versäubern ist der Korb bis auf den Griff nun fertig. Der Rand des Reisekorbdeckels ist in einem einfachen Kimmschlag hochgeflochten worden. Hier kommt es darauf an, einen ganz besonders schmalen Zuschlag zu erhalten. Gustav Dieck nimmt deshalb nur drei Staken, die er einzeln von hinten nach rechts fortlaufend einfach vor zwei Ruten einflicht. Schließlich verzieht er den Zuschlag, und zwar ziemlich weit, damit er auch hält. Die ausgesparten Öffnungen des Fleischkorbes nehmen die zweijährigen Weiden des Griffes auf. In die passende Form gebogen, kürzt der Geselle sie und schlägt sie tief in das eng sitzende Geflecht ein. Einige Nägel verbinden die drei Weiden des Griffgerüstes. Der Deckel des Reisekorbes passt. Er liegt überall genau auf. Zur Ausrüstung des Korbes gehören noch eiserne Beschläge, zwei Scharniere und zwei Schlösser. Die eingeschlagenen Eisenlaschen muss man im Korbinnern noch umbiegen, dann sitzen die Beschläge fest. Die Schlossbeschläge lassen sich mit einer Stange verriegeln. Fertig. 9 Stunden hat die Herstellung des Reisekorbes insgesamt gedauert. Die geschälten Weidenruten lassen sich für verschiedene Zwecke zu flachen Flechtbändern, den Weidenschienen, weiterverarbeiten. Ist die Weidenspitze entfernt, wird die Rute so eingeschnitten, dass 3 Teile entstehen. Den sternförmigen dreiteiligen Reißer führt der Korbflechter bis zum Ende durch die Weide. Er spaltet die Rute dreifach. Die Weidenrute hat außen eine zähe, biegsame Bastschicht. Im Innern jedoch weiches, brüchiges Mark, den Splint. Nacheinander lassen sich die Weidenspalte durch den Hobel ziehen.
Der Korbflechter legt die Weide mit der äußeren Bastschicht nach unten ein. Das Hobelmesser streift den Splint ab. Der durch ein Leder geschützte Daumen drückt die Weide nach unten, damit das Messer nicht in den Bast fährt. Es entsteht ein geschmeidiges Flechtband. Material, um den Bügel umwickeln zu können, ähnlich wie beim Bodengestell. Neue Schienen werden innen zugesteckt und Schlag um Schlag um die Griffweiden gewickelt. Parallel zu den Bügelhölzern legt der Korbflechter auch außen Weidenschienen bei und arbeitet diese mit ein. Sie dienen nicht nur zur Verzierung, sondern verhindert auch, dass sich die gesamte Griffwicklung löst, falls beim Gebrauch eine Weidenschiene reißt. Eine vierte, jetzt mit eingeflochtene Bügelrute verleiht dem Korbgriff eine im Profil etwas abgerundete Form. Vor allem erhält die Bügelwicklung dadurch die notwendige Spannung und kann sich nicht mehr lockern. Der Flechter wählt eine lange Weidenschiene für den Rest des Griffes, damit er sie unlösbar im Korbgeflecht verziehen kann. Anschließend schlägt der Korbflechter in vorgeweitete Löcher an jeder Seite Reste von Bodenstöcken zwischen die Bügelhölzer. Sie drücken diese gegen das Geflecht und verbinden den Bügel fest mit dem Korb. Vier Stunden dauert die aufwendige Herstellung. Aus dem eingangs gezeigten großen ovalen Boden ist unterdessen ein Kinderschlafkorb entstanden. Gerade hat Willem Diek mit drei Weiden eine Kimme geflochten. Sie gibt den senkrechten starken Halt und ist der Beginn des Randgeflechtes. Der Korbflechter steckt drei Weiden zu. Im Wechsel vor bzw. hinter einem starken Paar flicht der Korbmacher drei Weiden ein. Ein Rand von einigen Zentimetern Höhe entsteht im einfachen Vorwärtsgang. Dann folgt der Zuschlag.
Jeweils eine der paarig stehenden Staken wird vor zwei und hinter ein stehendes Stakenpaar eingeflochten. Wilhelm Dieck verankert den Zuschlag, dann verpflicht er die stehengebliebenen Staken zum Rand. Es entsteht ein sehr breiter, schmuckvoller Zopfrand. Immer paarweise führt der Korbflechter die Staken über Kreuz. Jedem nach außen geführten Weidenpaar ordnet er die nächste stehende Stake zu und flicht sie ein. Schließlich wird der Rand verzogen, geschlossen und festgeklopft. Nachdem auch das Korbinnere verankert ist, entsteht an der niedrigen Seite noch ein geflochtener Griff. Rund 4 Stunden benötigt Wilhelm Dieck, um diesen Kinderschlafkorb zu fertigen. Beim Stubenwagen, wie die Händler ihn in ihren Katalogen anboten, gehört zum Korb auch ein hölzernes Fahrgestell. Im Dorf Horst, 3 Kilometer südöstlich von Hilfahrt, die Firma Johann Hansen, Korbwarenindustrie, Herstellung, Import, Export, Weidengroßhandel. Ein Großteil der hier gelagerten Korbwaren ist Import aus dem europäischen Ausland und Asien. Korbmöbel aus Italien und Spanien, Körbe aus Polen, Ungarn, Rumänien, Jugoslawien und heute auch China. Ware aus Billiglohnländern, die es ermöglichen, hier preisgünstig an den Markt zu gehen. Mit dem eigenen LKW werden die Kunden beliefert. Nur einige Korbtypen stellt die Firma selbst her, diese allerdings in großen Mengen. In der eigenen Korbflechterwerkstatt arbeiten rund 20 Angestellte. Hier entstehen Wäschekörbe. Im Gegensatz zur Werkstatt Dieck fertigt nicht ein Korbflechter ein Werkstück von Anfang bis Ende selbst. Einem Mitarbeiter ist jeweils ein bestimmter Fertigungsabschnitt zugeteilt. Ein arbeitsteiliges Prinzip, also ähnlich der Fließbandarbeit in der Industrie. Während die Flechttechniken die alten geblieben sind, hat sich das Material dieser modischen Korbwaren gewandelt. Das plastikbeschichtete Pellichrohr wird in langen Enden geliefert. Umständliches Einweichen, Schälen und Sortieren, wie bei den Weidenruten, entfällt.
Auch hier wieder Kloppeser und Maßstock. Die eiserne Schablone, angefertigt für große Stückzahlen, garantiert weitgehende Formgleichheit. Der obere Rand wird eingezogen. Das weiße Material folgt dem allgemeinen Plastiktrend. Es ist den derzeit modernen weißen Schleiflack-Schlafzimmern angeglichen. Eine Schneiderin trennt die benötigten Bahnen für das Innenfutter der Wäschekörbe vom Stoffballen. Auch die Bezugsstoffe für die Kissen der auswärts gefertigten Korbmöbel erhalten hier ihren Zuschnitt. Im Herstellungsprogramm befinden sich immer die jeweils modischen Dessins. Zwei Stunden beträgt die Gesamtherstellungszeit eines Wäschekorbes. Zum Schluss näht eine Arbeiterin die Innenfutter ein und bindet die große attraktive Schleife, wie es im Katalog heißt. Zurück in Hilfahrt. Der Korb- und Weidengroßhandel Christian Fell ist der letzte von einst vier Hilfahrter Großhändlern. Neben dem Großhandel betreibt der gelernte Korbflechtermeister Christian Fell auch eine eigene Werkstatt. Nach 1900 waren hier 5 Leute beschäftigt. Heute arbeiten nur noch 2 Hilfahrter Korbflechter für ihn in Heimarbeit. Gerade entsteht eine ebenfalls aus Pellichrohr geflochtene Vase. Ein modischer Dekorationskorb, wie er in den 60er Jahren aufkam. Der hohe Ständer erlaubt mehr Bewegungsfreiheit. Christian Fell legt aus dreifachen starken Bündeln einen zopfähnlichen Fußrand um das runde Bodenbrettchen. Das Pellichrohr lässt sich so exakt bemessen, dass nach dem Schließen des Fußrandes keine überstehenden Flechtwerkreste zu versäubern sind. Er setzt die Arbeit auf einer eisernen Drehscheibe, der Schibbel, fort. Ein Gewicht beschwert das Werkstück. Im einfachen Vorwärtsgang werden die Pellichruten vor und hinter einem starken Bündel hochgeflochten. Christian Fell zieht auch die Pellichbänder zur besseren Verarbeitung kurz durchs Wasser. Mit relativ geringem flechttechnischem Aufwand lassen sich unterschiedliche Vasenformen und Größen mit und ohne Henkel fertigen. Maßringe und fertig ausgesägte Holzböden liegen für alle Größen bereit. Pellichrohr stammt aus dem Holz einer in Ostindien und Äquatorialafrika wachsenden Kletterpalme. Maschinell in genormten Stärken aufbereitet, verlässt es die Pellichrohrfabriken. Im Gegensatz zu den natürlich gewachsenen Weiden mit ihren dünnen Spitzen ermöglicht die konstante Dicke des Pellichbandes ein problemloseres Flechten. Fingerfertigkeit und Formgefühl sind aber auch hier notwendig, will man ein ansehnliches Produkt erhalten. Ein Kimmschlag mit 2 Pellichbändern fixiert die eingezogene, sich nach oben wieder öffnende Vasenform. Auch Pellichrohr muss festgeschlagen werden. Wie bei der Weidenflechterei ist nur wenig Werkzeug notwendig.
Wesentlich ist wiederum die Handarbeit. Ähnlich wie beim Fußrand bildet auch hier ein Geflecht der starken Bündel den Zuschlag. Nach 1,5 Stunden ist die Vase fertig. Christian Fell ist heute vor allem Großhändler. Fachgeschäfte im ganzen Bundesgebiet lassen sich beliefern oder holen die Ware selbst ab. Hinter dem Haus beladen Wanderhändler ihr Fahrzeug. Früher waren sie die Hauptträger des Korbwarenhandels. Noch heute fahren sie über Land zu Märkten oder bestimmten Standplätzen. Sie handeln mit dem gesamten Sortiment. Das umfangreiche Lager des Großhändlers. Neben Korbmöbeln eine Vielzahl verschiedener Korbtypen unterschiedlicher Größe und Qualität. Die einst vorwiegend von Hilfarter Korbflechtern stammende Produktion ist heute weitgehend durch preiswertere Importe verdrängt. Pettichrohr und Rattan tauchen immer häufiger als Flechtmaterial auf. Klaus Müller stammt aus einer alten Hilfarter Wanderhändlerfamilie. Gemeinsam mit seiner Frau stellt er ein Sortiment für die bevorstehende Verkaufstour zusammen. Die Auswahl der Korbsorten und der Mengen sind Erfahrungssache. Ein ganzer Tag vergeht, bis der Wagen bepackt ist. Nicht nur auf der Ladefläche, auch auf dem Dach. Für mehrere tausend Mark hat der Händler schließlich Körbe und Korbmöbel aufgeladen. Einiges davon, beispielsweise verschiedene Formen traditioneller Einkaufskörbe, stammt noch von Hilfarter Korbflechtern. Neben vielen anderen sind insbesondere die modischen Dekorationskörbe wie die Blumenampel, Eselchen oder Korbfische aus Italien, den Ostblockländern oder Asien importiert. Hey, so Bunwösch von Müller und Beefsteaks gehört mit Jummi. Lynch, ich habe hier auch noch hier eine Körbe. Und du hast eine Körbe oben und noch auch Beefsteaks gehört. Eine Vase. Christian hat ein Vase. Ein Puff. Eine Wäschepuff. Und Viereckige mit. Die ausgegebene Ware wird registriert und später abgerechnet. Komm, hier wie mal den Packer. Jawohl. Einkaufskörbe. Gängige Korbtypen wie Einkaufskörbe nimmt der Händler in ganzen Serien mit. Ja. 1, 2, 3, 4. Hast du auch geschafft? 4, ja. Ja, und wunderbar. 2. Wunderbar. Und 1, 2. Ja, ja. Der teure, qualitativ hochwertige Reisekorb aus Hilfarter Fertigung bleibt dagegen ein Einzelstück. Der Kleinlaster ist Transportfahrzeug und zugleich Ausstellungswagen mit seitlichen Schauregalen. Frau Müller belädt selbst das Schlafabteil hinter dem Führerhaus mit Ware. Während der wochenlangen Reise kann das Ehepaar Müller hier übernachten. Früher waren die Händler mit Pferd und Wagen während des Sommerhalbjahres unterwegs. Die festgelegten Reiserouten waren Geschäftsgeheimnis. An einigen Orten bestanden Zwischenlager für den Warennachschub. Ja. Vier Fische und fünf Stäbchen. Ja, bitte du. Was im Wageninneren keinen Platz findet, wird außen angebunden. Denk dir, wer ich mir erzähle. Ja. Du hast den Ball vergessen, du Schöne. Ja, kann dir da alles denken. Auch einige Buntweiden werden zu Reparaturzwecken mitgenommen. Die Ladung für diese Verkaufstour ist komplett. Die Reise kann beginnen. Ja, ich nehme dich den Ordner mit, wenn es jetzt voll ist. Was? Ja. So. Alles in Ordnung.